Hallo liebe Zauberfreunde, ich möchte heute einfach mal ein paar Bälle herbeizaubern, weil ich doch so gerne jongliere. Und ich habe hier dieses Zaubertuch und es ist ganz einfach. Am besten rufen wir alle zusammen nur 1, 2, 3, Bälle kommt herbei. Und dann glaube ich, funktioniert das, dass die Bälle hier hinter diesem Tuch herbeigezaubert kommen. Achtung, seid ihr soweit? 1, 2, 3, Bälle kommt herbei. Oh, da kommen, glaube ich, noch mehr. Wartet, da kommen noch... Oh, ich spüre, da kommen noch mehr. Ja, oh, die kommen einfach, die fallen mir fast um die Ohren. Oh, wo kommt die denn da? Oh, Hilfe, das hört ja gar nicht mehr auf. Ganz einfacher Trick. Habt ihr verstanden, wie es geht? Nee, ne? Ach, hoffentlich nicht. Soll ich euch erklären, wie das funktioniert? Ja. Na gut, weil ihr es seid. Ich drehe mich jetzt einfach mal einmal um. Das ist meine große Bastelei. Das heißt, ich halte die Hände gar nicht hier an das Tuch, sondern ich habe mir was gebastelt und das erkläre ich euch jetzt mal ganz in Ruhe. Ich habe zwei Stöcke genommen und damit die leichter zu halten sind, habe ich die einfach zusammengeklebt. Diese Stöcke kann man da sogar mit einer Hand so ein bisschen auch bewegen, dass die auseinandergehen, dass das Tuch straff und locker wird. Da oben habe ich einfach Handschuhe dran geklebt, zum Teil auch noch genäht, damit es ein bisschen echter aussieht. Ihr könnt einfach irgendwelche Handschuhe aus der Küche nehmen. Guckt ja mal bei euren Eltern unten unter der Spüle, da sind meistens so Gummihandschuhe. Die kann man gut dafür nehmen. Entweder füllt ihr die noch mit Watte, das habe ich jetzt hier gar nicht gemacht. Wenn ihr darauf achtet, dass das nicht zu platt zusammengedrückt ist, dann funktioniert das so. Jetzt müsst ihr also nur gucken, dass man diese Handschuhe, das Ende der Handschuhe, auch nicht von vorne sieht. So kann man nichts erkennen. Und dann haltet ihr mit einer Hand diese Stöcke fest. Ich habe mir jetzt einen Beutel genommen, den habe ich noch mit der Hand festgehalten, denn so sieht das jetzt aus, als ob ich tatsächlich mit beiden Händen das Tuch festhalte. Ich habe das aber nur mit einer Hand und mit der anderen kann ich hier die Bälle rauswerfen. Jetzt muss man natürlich darauf achten, dass man die Hand da oben nicht sieht. Das ist ein bisschen Übung, von hier unten zu werfen, aber die müssen ja nicht übers Tuch gehen, die können euch auch um die Ohren hauen. Okay? Alles klar? Dann viel Spaß und tschüss! Große und auch kleine Puper, dieser Zaubertrick ist super!